Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Fall, der hier auch schon erwähnt wurde, aus dem letzten Kommunalfinanzbericht beschäftigte die Öffentlichkeit, viele Einwohnerinnen und Einwohner auf dem DAS und auch den Finanzausschuss in besonderer Weise. Ja, eine ordentliche Portion Empörung machte sich nicht nur bei den Abgeordneten Luft. Dieser Fall, man muss schon sagen, diese Fälle nehmen ja auch viel Raum im Bericht ein. Es ging um die Kritik des Landesrechnungshofes an einem Immobiliengeschäft der Gemeinde Born, das unabsehbare finanzielle Risiken zur Folge hatte. Der Hof bezeichnete das Gebaren als klar rechtswidrig. Und gleichzeitig kritisierte der Landesrechnungshof, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises nicht tätig wurde. Auch durch unseren Druck und unsere zahlreichen Fragen zu dem Fall kam Bewegung in die Sache. Und das Innenministerium trieb als oberste Kommunalaufsicht die Prüfung voran und kam zu dem Ergebnis, dass ein Verdacht auf ein Dienstvergehen des Bürgermeisters besteht. Und die untere Kommunalaufsicht wurde aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die aus unserer Sicht massiven Verfehlungen des Bürgermeisters, die hier zutage traten und durch den Rechnungshof zu Recht angeprangert wurden, sind schon ein wirklich dicker Hund und werfen kein gutes Bild auf die Verhältnisse vor Ort und schaden vor allem dem kommunalpolitischen Engagement vieler Einwohnerinnen und Einwohner. Wir werden das Thema mit der Kenntnisnahme des Kommunalfinanzberichtes nicht ad acta legen und uns über die Maßnahmen und Konsequenzen auch informieren lassen. Meine Damen und Herren, für alle Fraktionen war der Kommunalfinanzbericht Anlass, die Landesregierung in Form von Entschließungsanträgen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen. Und dass sich hierbei letztlich die Koalitionsmehrheit durchsetzt, das liegt in der Natur der Sache. Dabei hat meine Fraktion auch einzelnen Punkten der Entschließung von SPD und CDU zustimmen können. Deshalb erlaube ich mir Kritik an der pauschalen Ablehnung unseres Entschließungsantrages durch die Koalition im Allgemeinen und im Punkt 1 der Entschließung im Besonderen. Ich zitiere diesen Punkt 1. Der Landtag teilt die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass langfristig funktionsfähige Kommunalstrukturen geschaffen werden müssen. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, Konzepte zu entwickeln, wie die kommunale Ebene insgesamt zukunftsfest aufgestellt werden kann. Dabei sollte auch die Aufgabenverteilung zwischen Land und kommunaler Ebene mit dem Ziel einer Funktionalreform überprüft werden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, nennen Sie mir eine Aussage dieses Punktes, die nicht durch Fakten gedeckt oder den Erfordernissen unseres Landes entsprechen würde. Die Kleinteiligkeit der Gemeindestrukturen ist dafür verantwortlich, dass viele Gemeinden nicht mehr über eine ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen. Dafür, dass zahlreiche Selbstverwaltungsaufgaben nicht mehr wahrgenommen werden und dafür, dass die Ämter durch die hohe Zahl der zu verwaltenden Gemeinden in ihrer administrativen Leistungskraft überfordert werden. Meine Damen und Herren, das sind übrigens nicht meine Worte. Das war ein Auszug aus der Begründung des Leitbildgesetzes Gemeinde der Zukunft. Und die Koalition hat die genannten Probleme durchaus aufgemacht. Die Lösung sollten Selbsteinschätzungen der Gemeinden sowie finanziell geförderte und absolut freiwillige Fusionen bringen. Wie das bisherige Ergebnis aussieht, weiß der Landtag, weiß der Innenausschuss spätestens seit seiner Beratung zum Stand der Umsetzung dieses Gesetzes gemeinsam mit den Fusionskoordinatoren am 12. April. Da war die Rede von einem sehr überschaubaren Erfolg dieses Gesetzes. Und da war die Rede davon, dass Fusionsprämien, also finanzielle Zuwendungen, nicht alles sind. Vor allem aber wurde von allen Koordinatoren interessanterweise das Prinzip der absoluten und endlosen Freiwilligkeit kritisiert. Und diese Koordinatoren sind keine Landes-, sondern erfahrene Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Es fehle eine perspektivische gesetzliche Regelung, Druck müsse sein. Bei dieser Art Freiwilligkeit steht kein Konzept dahinter. Die Landespolitik müsse Koordinator werden, alles nachzulesen im entsprechenden Protokoll. Meine Damen und Herren, mit diesem Leitbildgesetz haben wir möglicherweise einen wichtigen Prozess kommunaler Selbstanalyse angestoßen.
Für langfristig funktionsfähige Kommunalstrukturen haben wir hingegen weitere 5 Jahre verschenkt. Denn warum ist eigentlich für die Große Koalition nach der Gebietsreform die Funktionalreform zu einem Fremdwort geworden? Dies greift meine Fraktion auf und leitet daraus Arbeitsaufträge an die Landesregierung ab. Und dieses, meine Damen und Herren, lehnt die Koalition mit ihrer Mehrheit ab. Gemeinsam aber verlieren wir weitere wertvolle Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.